Genau. Ja, also ich bin Uwe Bräunig, ich bin hier auf dem Remo Camp 2019. Vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Schlagzeuger bei Contra K und spiele mal in Bad Company oder The Rough Cats, das sind so meine eigenen Bands. Ja, wir haben meine erste Berührung mit Remo-Fellen. Die war also jetzt unbewusst, sage ich mal, mit meinem ersten Set, das ich mir gekauft habe mit 6 Jahren, also vor 34 Jahren. Was macht den Unterschied? Den Unterschied macht der Sound. Also wenn man, ich habe, klar, ich bin, lebe davon, ich spiele sehr, sehr viel Schlagzeug und habe alle Arten von Fälle durchprobiert und bin einfach bei dem gelandet, was sich für mich am besten angefühlt hat und am besten geklungen hat. So, und das aber schon eine ganze Weile. Also ich habe eine Zeit lang rumprobiert und bin aber ziemlich schnell dahinter gekommen, dass es genau das ist. Spielgefühl und Sound. So, und das sind genau die Eigenschaften, die bei denen Remo genau das liefert, was ich brauche. Also ich habe einen super Rebound, die Fälle klingen super, die machen beim Stimmen genau das, was ich will. Die liefern mir genau die Soundeigenschaften, was ich an Obertönen haben möchte. Alles das, was ich von meiner Trommel hören will, beziehungsweise von dem Fell. Also grundsätzlich ist es natürlich erstmal so, dass wenn du die Geschichte hinter so einem Menschen siehst, ist das erstmal total beeindruckend. So, ne? Und wenn ein Mann, der so erfolgreich war und irgendwie so auf so ein langes Leben zurückblickt, am Ende dann dir als Grundmessage mitgibt, ey, egal was du machst, häng dich rein, gib Vollgas, das ist, hey, das ist einfach total gut. Also ich glaube, dieser Typ hat ordentlich Vollgas gegeben und er hat wirklich seine Firma gepusht und hat sie dann ja dahin gebracht, wo sie jetzt heute zurecht ist. Und man merkt auch hier unter den Kollegen einfach so, Remo ist einfach das Geilste, so ohne Zweifel. So, ne? Also und ja.